Tja, Freunde, schon wieder ist eine Woche um. Wir kommen zurück zur Düfte der Woche. Ja, wieder eine Woche um. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog. Immer noch aus Hamburg. Ja, Düfte der Woche. Ich habe 4 Düfte getragen. Diese Woche war anstrengend. Ich hatte viel zu tun. Und ja, ich denke mal, ich will nicht weiter rumsülzen. Wir fangen gleich mal an. So, der erste kommt von Guerlain und ist L'Homme Ideal Cool. Ja, das Cool ist absolut cool. Warum? Weil es frisch ist. Kühl, Mandel-Style, weil die ganze Reihe kommt ja über Mandel. Ihr wisst das ja, leider eingestellt worden. Ich weiß nicht, warum dieser Duft eingestellt worden ist. Keine Ahnung, überhaupt die frischen Düfte werden eingestellt. Trotzdem hatte ich natürlich Bock, den noch zu tragen, bevor der Herbst da ist. Ich meine, dann kann ich ihn auch tragen, dann kommen Sommerdüfte kommen, wenn es kühler ist, noch geiler. Ja, und dann natürlich Waldmeister-Style. Ich habe immer einen Waldmeister-Style in diesem Duft und das gefällt mir. Ah, der ist schon absolut lecker und ja, also wer den bekommen kann noch, holt euch bitte den Cool mit den Cologne und so weiter. Das ist absolut nice. So, sehr geil. So, der nächste kommt von Sospero und ist Herba Oud. Da habe ich jetzt schon ein Einzelvideo zugemacht und auch ja, in den Herbstdüften dabei gehabt. Es ist einfach ein genialer Oud oder fruchtiger Oud-Duft mit echten Oud und starke Haltbarkeit, kommt richtig gut an, obwohl es ein Oud-Duft ist. Und ja, ich habe nichts daran auszusetzen. Wer also ungefähr Purple Argento macht oder wer Argento macht von Search Off, der kann sich in diesem Duft wiederfinden. Nur, dass hier echtes Oud drin ist. Das wird noch verfeinert, das Fruchtige. Und ja, ich habe an diesem Duft nichts auszusetzen. Das ist für mich ein Meisterwerk im Endeffekt auch, weil das Oud die ganze Zeit präsent ist. Am Anfang habt ihr vielleicht ein bisschen Kuhstall, aber ganz kurz, dann wandelt sich das wirklich ins Fruchtige und es ist einfach genial. Es ist einfach genial. Sehr Herba Oud ist ein geiler Duft. Ein schöner Flakon, kommt bald in den Stores rein, also dann schaut mal vorbei. Ihr müsst diesen Duft unbedingt mal testen. So, und der nächste ist Valentino Omo Intense 2016. Ja, ich hatte viel zu tun und ich war auch viel unterwegs und dann musste ich einfach mal wieder diesen Duft tragen. Ich habe ihn lange nicht getragen, weil er einfach sauber ist. Ja, es ist ein Saubermann-Duft, ne? Durch die Mandarine und dann die Iris, die pudrig ist, ein schöner, pudriger Saubermann-Duft. Es ist im Endeffekt auch, und vor allen Dingen die 2016er-Version, ich kenne die neue jetzt nicht, aber ja, ich habe gehört, so schlecht soll die auch nicht sein. Ich habe ein Glück, noch bis hier ist noch der große Flakon voll. Ah, das ist ein herrlicher Duft, ne? Es ist einfach ein herrlicher Duft. Ah, der ist sauber, Gentleman, ihr könnt damit Meetings, Büro, Vorstellungsgespräch, ein Date, er funktioniert überall. Also ganz wenig Leute, die den nicht gut finden. So, und zu guter Letzt kommt wieder Sospero und zwar Vibrato. Ja, und das ist ein Duft. Also wer einen starken Duft, einen starken, frischen, fruchtigen Duft haben möchte, ist hier gut bedient. Das ist die bessere Version. Ihr kennt ja den von Afnan, glaube ich, Turati Blue, den Rosso Pompei und alle. Er geht wirklich in diese Richtung. Die DNA ist schon vorhanden. Nur er ist, also er wird ja hierzu nach dem Motto mit Turati. Natürlich, der Turati Blue ist ein günstiger Duft. Aber wenn ihr die 1:1 testet, dann habt ihr einfach einen Unterschied. Ich nehme den Rosso Pompei raus. Ich finde nicht, dass warum das immer so verglichen wird. Ich finde, das ist schon doch noch anders. Und dann gibt es da, glaube ich, noch eine, werde ich mal einblenden, komme ich jetzt nicht drauf. Das ist, glaube ich, das Original, was anfing mit dieser DNA. Aber diese Qualität, die in diesem Duft ist und diese Haltbarkeit von über 11 Stunden und so weiter. Also, come on. Und dann doch noch ein bisschen anders als Terroir de Blue. Und viele gesagt, viel mehr Luxus, viel mehr Qualität. Und ich will den Terroir de Blue null, ich habe den auch, will den null schlecht machen. Null schlecht machen. Aber es ist einfach genial. Es ist einfach genial und das muss man auch so stehen lassen. Und ja, sorry, besser geht's nicht. Vibrato und ja, solltet ihr auf jeden Fall mal testen, wer denn oder wenn ihr schon auf Turati Blue steht und vielleicht euch die Haltbarkeit oder die Qualität, die für den Preis ist, die super. Aber wenn ihr das noch besser haben wollt, dann checkt mal Sospero ab mit diesem Duft. So, Leute, das war kurz und knapp Düfte der Woche.
Und ja, ich will mich auch mit diesem Format eigentlich gar nicht groß aufhalten mit irgendwas, weil Düfte der Woche ist einfach nur zu zeigen, was habe ich für Düfte getragen. Das ist mit einer eurer Lieblingsformate, so soll es auch bleiben. Und ja, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich das, ich mache das schon seit Jahren, ob das jetzt immer kommt, also jeden Sonntag, oder ob ich vielleicht auch mal auslasse, weil es soll einfach, das ist ein Klassiker schon, dieses Format. Und ja, so soll es auch bleiben. Und dann kommt gut in die neue Woche. Schaut mal runter, was habt ihr für Düfte getragen? Ihr wisst das, ihr kennt das Spiel. Und dann sehen wir uns bald wieder.